Ich habe gar nichts gemacht. Du hast Geheimnisse? Ja, ich habe Geheimnisse. Das ist bei mir was ganz Besonderes. Die. Oh Gott. Was ganz Besonderes. Oh toll, ich bin in eine Höhle, um Steine zu farmen, aber wird gar keine Steine mitgenommen. Das ist stark, muss ich ja sagen. Ach doch, ich habe 7 Stück. Ich bin hier gerade am Creeper töten, der direkt vor mir ist. So, da hinten steht noch ein Zombie. So, der ist auch tot. Noch irgendwo ein Viech? Nein. Okay, dann kann ich jetzt runtergehen. Das ist echt schon passend, wenn man hier oben draufsteht und dann die ganze Zeit irgendwas tötet. Wenn irgendwie Viecher in der Nähe sind oder so, kann man sie einfach auf die Burg stellen und alles töten, was um einen herum ist. Smash Style LP. Hast du eigentlich auch Twitter oder Facebook? Facebook hab ich, ja. Möchtest du mal sagen, wie du da heißt? Smash Style LB. Oh, cool. Und wer es nicht weiß, auf Instagram bin ich auch unterwegs. Oh, cool, muss ich mal suchen. Oh, direkt folgen. Und auf Facebook direkt mal ein Like da lassen. Die Links sind in der Beschreibung. Ich glaube, Facebook ist gar nicht mal in der Beschreibung. Also, ihr findet den Links auf meinem YouTube-Channel. Es hängt. Auf YouTube. Dann muss kurz warten. Yes. Ich laufe hier einfach die ganze Zeit so sinnlos durch die Gegend. Ich versetze jetzt diesen Brunnen. Warte, ich leere erst noch mal kurz. Wir haben einen Brunnen. Ja, wir haben einen Brunnen. Ich habe den Brunnen gebaut und er wird als verschoben. Das finde ich cool. Okay. Ich brauche eine neue Kiste. Holz. Holz, Holz, Holz. Mann. Wupp. Wupp. Wie viel haben wir denn? Wir haben jetzt 10 vor 10. Ach so. Zeit genug. Wenn du das als Zeit beschreiben kannst. Verrottetes Fleisch passt da bestimmt rein. Zuckerrohr, Weizenkörner, nee. Fackeln, nö. Apfel, nein. Hey, ich kann sogar 2 Brote machen. Yay. So, jetzt versetze ich mal den Brunnen. Wer hat denn die Eimer? Ich habe einen. Ich habe einen. Einen habe ich. Ich komme gerade zu dir. Wo bist du denn? Achso, du bist oben, okay. Lass du bitte runter. Danke. Hey, bleibst du hier? Ich will aber raus. Ich habe den Eimer gesagt. Ich weiß. Ich habe den Eimer gemeint. Weil ich habe den Eimer gesagt. Ich hab den einmal gesagt, ja, ich hab den einmal gesagt, das ist richtig schlimm. Mein Deutsch, das ist jetzt vergisst mal eine Sache und dann weiß man nicht, wo man hinrennen soll, weil es überall gleich weit weg ist. So. Ich gerade ein schönes Dach zu machen. So. Doch es geht nicht, weil der Server rumspackt. Dann musst du kurz warten. Irgendeiner erkundet wohl die Welt. Ich? Im Ernst? Nein. Nein, ich bin nur gerade ein bisschen Sand fahren und lauf durch die Gegend. Ey, so funktioniert das nicht. Immer wenn ich einen Block hinsetzen will, muss ich vorher einmal springen. Ja, ein bisschen Workout hier, ne? Workout in Minecraft. Alter. Das ist total nervig. Also bei mir hier gerade funktioniert alles. Nein! Was passiert? Oh, ich bin runtergefallen. Und ich rage. Ich glaube, ich hatte nur noch ein halbes Herz. Das ist übrigens nicht das Problem von Minecraft, sondern es ist einfach das Problem, dass du zu niedrig bist. Weil man ja nur eine bestimmte Höhe an Blöcken bauen kann. Das ist dann nicht das Problem vom Server, das ist das Problem von Minecraft insgesamt. Ey, wieso kann man nur eine bestimmte Höhe an Blöcke bauen? Beziehungsweise man kann nicht eine bestimmte Höhe an Blöcke bauen, sondern nur wenn du auf dem Boden stehst und ich glaube du kannst nur 3 Blöcke hochbauen. Also von so, deiner Position aus. Ja, ich muss ja nicht mal, ich baue gerade gar nicht 3 Blöcke hoch. Ich stehe direkt daneben und es ging nicht. Achso.
Jetzt geht's aber. Ich bin hier gerade ein bisschen am Wald wegmachen, weil mich dieser Wald hier nervt. Ach Junge. Okay, das war aber jetzt Minecraft, einfach nur. Wir setzen den Block so schief hin. Ab wie viel Abonnenten wird man eigentlich nochmal YouTube-Partner? Man kann YouTube-Partner werden, auch wenn man 0 Abonnenten hat, glaube ich zumindest. Ich bin mir da gar nicht so sicher, aber ich glaube, das kann man auch mit 0 Abonnenten werden. Okay. Du bist noch kein YouTube-Partner, oder? Doch. Echt? Ja. Doch, wir sind doch seine Partner. Jetzt echt? Ja. Nein, ich meine jetzt, bist du echt schon YouTube-Partner? Ja, ich bin YouTube-Partner. Und was ist das genau? Oh Junge. Na, so wirklich viel kann man da jetzt auch nicht so machen, aber was kann man da mehr machen? Ich glaube, man kann, wenn man YouTube-Partner ist, Livestreams machen oder wenn man ein Video hat und das im Voraus aufnimmt irgendwie, dann kann man das hast du ja heute gesagt. Ja, das habe ich dir heute erzählt. Ja. Achso, aber ja, du kannst ja nochmal erzählen, weil vielleicht wollen es hier deine Fans noch hören. Wenn man halt so jemand ist, der alles mögliche vorproduziert, so wie ich, dann kann man das alles hochladen und dann reinschreiben, also beziehungsweise kann man das alles planen. Okay. Ich Dummbottel hab's Wasser weggemacht, das darf doch nicht wahr sein. Muss ich das drüben lassen. Und wie bist du YouTube-Partner geworden? Gibt's in den Einstellungen irgendwo bei YouTube kann man das machen. Musstest du dafür was bezahlen? Nein. Alles nachfragen. Das mache ich jetzt so weg, diesen Steinblock. Das dauert zwar zu lang, aber ich habe keinen Bock dahin zu latschen. Die Welt wurde gespeichert. So. Wie sieht der Brunnen aus? Ich habe den mal ein bisschen nach vorne gesetzt, weil der da hinten so sinnlos aussah. Theoretisch kannst du mal dein Ding hier ein bisschen verkleinern. Zweiter Ding. Deswegen bin ich gerade so leise. Dein Gang hier, dein Tunnel. Dann können wir nämlich hier einmal so einen Steinweg außen um diesen Brunnen machen. Dann ist es so Mittelpunkt unserer Stadt. Ey, was machst du gerade? Ich mach gerade gar nichts. Kannst du das dann machen? Könnte ich theoretisch machen, ja. Weil ich bin gerade hier mitten am Dach bauen, weißt du, am Dachdecken hier. Am Dachdecken? Dachdecker bin ich. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz nach Hause latschen und das Fleisch aus dem Ofen holen, sonst verbrennt mir das dann auch. Lalala, lalala, lalala. Oh Mann. Ach komm schon, ich habe jetzt 5 von den Block abgebaut und das hat... Ja, das kennt Junge, als ob. Genau dasselbe Problem hatte ich auch. Ich glaube, ich stelle mein Handy mal auf Stumm, weil mein Handy eskaliert hier gerade neben mir. Ich habe nur das einmal vibrieren hören. Ich hab's gar nicht oder gar nicht gehört. Oh nee. Wollen wir uns alle verarschen? Ich würde mal sagen, das heißt wohl bis gleich. Jo, bis gleich. Bis gleich. Ciao. Also ich denke mal, wenn es jetzt das nächste Mal abschmiert, dann schickt's dann auch mal. Nervt wahrscheinlich eh schon alle, aber naja, egal. Ich baue jetzt hier erstmal kurz ein Stückchen von seinem Tunnel ab. La 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 la. Mit seinen leicht übertrieben wenigen Fackeln. Kannst du mir die Sachen dann alle bitte geben? Weil ich brauche Holz. Nee, das kannst du vergessen. Ich habe bitte gesagt. Na gut. Wer sagt denn das? Okay, danke. Dieser Weg bist du. Oh shit. Nein, ich bin so dumm. Dieser Weg wird ein leichter sein. Dieser Weg wird holzig und schwer. Oh, ist ja schon wieder dunkel hier. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, gleich steht hinter mir ein Zombie und tötet mich oder ein Creeper. Dann ist mein ganzer Tunnel weg, wenn das explodiert. Oh mein Gott. Hier steht hinter mir ein Creeper, wie gerade eben. Boom! Jetzt habt ihr euch alle erschrocken, oder? Ja, gibt's doch so. Ja. Ich hab grad angefangen zu weinen, ja. Tut mir leid, Tobi.
Oh nein, du hast Tobi verletzt. Das war, das ist mega schwer. Also, wie hast du das denn geschafft? Wieso tust du mir das an? Tobi, wir müssen dir was sagen. Was denn? Das Flo-Mädchen gibt es gar nicht in echt. Nein. Der Flo kann ich nicht leiden. Was? Gar nicht. Nein. Ich weiß schon, dass dieser Verräter mich nicht leiden kann. Ich kann dich gar nicht leiden, Tobias. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich dich auch nicht. Jedes Mal, wenn ich aus meinem Fenster gucke und das Dorf sehe, dann sehe ich die Leute, die da drin wohnen. Dann sehe ich dich. Und dann weine ich. Ja, ich weine. Was ein Geständnis hier. Alles nur hier bei Smash Style LP auf diesem Channel von einem mega pro... Scheiße, jetzt meine... von einem mega prominenten hier. Mir ist gerade die Schaufel kaputt gegangen, deswegen habe ich mich aufgeregt. Also, ihr müsst direkt auf Abonnieren klicken und auf Daumen hoch klicken. Und ich kriege immer den Drang, das Dorf auszulöschen, wenn ich aus dem Fenster gucke und ich sehe... Und ihr könnt auch einen Kommentar schreiben. Nein, ehrlich gesagt nur zwei. Ratet. Yay. Okay, jetzt wissen die meisten, wo ich wohne. Das ist super. Ah ja, die wissen auch noch gar nicht das Bundesland. Warte mal kurz, ich sag mal. Doch, die wissen das. Das ist nämlich das Problem. Als ob, warum wissen die das? Weil ich es denen mal gesagt habe. Naja, egal. Ach so. Oh, komm schon, das ist doch nicht wahr. Alles gut. Dann stehen halt mal 10 Leute vor der Haustür von mir, das ist... Morgens, wenn ich aufstehe, dann... gebe ich denen halt alle mal Autogramm und der passt das schon. Und die Leute, die hier eh wohnen, die kennen mich ja. Und die interessiert das dann auch relativ wenig. Die freuen sich nur, dass hier irgendwie so ein bekannter YouTuber wohnt. Was heißt bekannt? Ein 300 Abonnenten. Überhaupt, dass es YouTube gibt? Hä? Wissen deine Nachbarn überhaupt, dass es YouTube gibt? Ja, meine Nachbarn wissen das. Wer sind denn deine Nachbarn? Dazu gebe ich jetzt mal keinen Kommentar ab. Doch, sie müssen alles wissen. Alles. Also meine Nachbarin, meine eine Nachbarin, die fährt, wenn sie mal Fahrrad fährt, mit offenen Augen direkt ins Fenster guckend vorbei. Aber wirklich so richtig spannend, ja. Wie auch immer man die das nennt. Die hat dich auf YouTube abonniert. Nein, die macht das bei jedem Nachbarn so. Achso. Kurzer Einwand, wo kriege ich Lava her? In Höhlen. Also, ein Vorschlag, du. Könnt ihr Slabs nehmen? Oder im Nether. Habt ihr schon ein Nether-Portal?